Leute, ich habe heute einfach im Internet nach anderen StumbleGuys-Spielen geschaut und wir haben eine neue App gefunden, mit der man Sachen machen konnte, die ich noch nie gesehen habe. Wir gehen rein, bleibt bis zum Ende dran, es war ein so krankes Video. Wir haben versucht, bei Bot Dash auf den Feuerhydranten draufzukommen, konnten 100 Meter in die Luft springen und noch viel, viel mehr. Das war unglaublich. So, wir sind jetzt hier bei unserem Emulator. Wir gehen jetzt mal System-Apps und dann Google Chrome. Und wir gehen jetzt einfach mal ein in die Suchleiste. StumbleGuys Mod App Hack. Und laden uns die Sachen aus dem Internet tatsächlich runter. Nicht irgendwie als App in einem App Store, sondern im Internet. Hier steht zum Beispiel StumbleGuys Mod Full Unlocked Unlimited Gems. Klicken wir mal drauf. Wir gucken mal Mod Lovers. Download APK. Einmal hier. Download APK. Was geht dann hier auf? Okay, Download APK. Ich nehme jetzt mal das erste hier. So, Download APK, trotzdem herunterladen. So, jetzt schauen wir mal. Es lädt auf jeden Fall runter. Okay, noch 30 Sekunden. Dann haben wir anscheinend ein neues StumbleGuys aus dem Internet. Und ich habe wirklich nicht danach geguckt oder so. Das ist Real Talk, keine Verarsche oder so. Ich habe mir das Video einfach überlegt. Ich lade mir StumbleGuys aus dem Internet runter und schaue, was passieren wird, was wir alles finden werden. So, die App ist jetzt runtergeladen. Zack, wir klicken mal drauf. Installieren. Es scheint zu funktionieren hier. Okay, wird installiert. App wurde installiert und einmal öffnen. So, mal gucken jetzt. Zulassen, ja. Hier, zack. Erlaube, dass die App... Ja, okay, ja, das passt. So, ich habe jetzt die Sachen erlaubt. So, das ist das StumbleGuys hier. Okay, hier oben ist schon mal was. Oha! Was? Es hat funktioniert? Was haben... KippersGuys. Oh mein Gott. Okay, wir haben hier ein StumbleGuys mit Custom Maps Private Room. Wir können hier das Mod-Menü überall rumschieben. Ey, geisteskrank. Okay, warte mal. Wir gucken mal, was für ein Shop hier drin ist. Sind da auch die neuen Skins schon drin? Das interessiert mich jetzt. Also, ich weiß es Real Talk nicht. Wir gucken mal, ob die neuen Skins drin sind. Oh, ja. Guck mal, sogar Stumblestein ist da. Jack Lantern. Krass. Okay, gibt es denn einen Spin-Go-Round? Map 1, Map 2? Lol. Kranker Hack auf jeden Fall. Enable Cheat. Okay, Leute, das ist heftig. Also, wir machen mal Unlock All Skins. Mal gucken, ob wir jetzt alle Skins haben. Tatsächlich, wir haben jetzt alle Skins. Hier, warum ist der schwarz? Der ist auch schwarz. Hier, wir nehmen mal zum Beispiel Stumblestein. Unlock All Emotes, Footsteps und Unlock All Animations. So, Skin Party. Keine Ahnung, was das zu heißen hat. Custom Name. Kann ich jetzt irgendeinen Namen eingeben? So, kostenlos. Oha, warte mal, ging das wirklich? Hehehe, Hacker. Warte mal, Hacker, geht das? Lol, ey, das geht wirklich. Direkt der erste Link. Okay, was haben wir noch? Kameradistanz, okay. Enable Cheat machen wir mal an. Unlimited Dash, Player Speed. Warte mal, okay, ich habe eine Idee. Wir machen mal, keine Ahnung, Jump-Höhe 100, okay. Ich weiß nicht, was das zu heißen hat hier. Wir können aber mal versuchen, eine Custom-Map zu machen. Solo-Modus und ich würde mal sagen, ich habe jetzt Bock auf... Laser Tracer, meine Lieblingsmap. So, hier, zack. Wie kann ich die jetzt spielen? Okay, ich drücke jetzt mal auf Spielen, Leute. Mal gucken, ob das jetzt geht. Oder was da jetzt passiert. Sag mir jetzt nicht, es kommt wirklich Laser Tracer. Das wäre krass. Okay, okay, okay. Ich habe es doch nicht ganz hinbekommen. Aber mal gucken. Jetzt haben wir ja so einen Super Jump, oder? Alles sind gleich. Alles sind gleich. Leute, ich bin gerade einmal in die Luft gesprungen. Und guckt mal, was passiert ist. WTF. Ich bin so weit in der Luft, dass wir gar nicht mehr runterkommen. Bro. Hallo. Leute, wisst ihr, wie hoch ich gesprungen bin? WTF, Junge, wo sind wir denn jetzt? Das ist eigentlich, wenn wir hier Glücksrad drehen. Passiert da irgendwas Krasses? Okay. Glücksrad ist immerhin normal, ohne einen krassen Hack oder so. Zum Glück. Zum Glück. Okay, ich glaube, ich hab's, Leute. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Hier können wir nämlich unseren... Raum einstellen. Wir geben jetzt mal den Code ein. Mal gucken, ob da was kommt. Oh, jetzt hat es funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Okay, wir drücken mal auf Spielen. Oh, ich glaube, es funktioniert. Ich habe jetzt als Map Laser Tracer oben links rein. Mal gucken, ob es funktioniert. Als ob ich Laser Tracer alleine spielen kann. Laber mich nicht voll. Warte mal, wir gucken mal, ob es funktioniert. Bro, halt's Maul. Okay, ich muss nur noch die Steuerung machen, aber es geht, Leute. Ich glaube es nicht. Es geht. Es geht und wir sterben. Okay, krass. Okay, Leute, ich habe es jetzt rausgefunden. Ich habe jetzt hier so ein bisschen rumgespielt. Wir machen jetzt mal Custom Map, Private Room, Solo Mode. Und ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel, die erste Map soll jetzt einfach Bot Bash sein bei der neuen Map. Und jetzt machen wir hier einen Raum. Machen wir mal einfach hier die 5 Zahlen. Dann drücken wir auf OK.
Und jetzt machen wir einfach einen neuen Raum, gehen in Gruppe rein, erstellen das Ganze. Und dann, zack, ist das genau die Nummer, die wir eingetragen haben. Und jetzt sollte auch bei der ersten Map Botbash kommen. Jetzt müsste Botbash kommen und das ist so, no joke, ich wusste nicht, dass es wirklich das ist, ne? Also ich kannte dieses Kippers, Guys, aber ich wusste nicht, dass es das erste ist, was wir hier da auswählen. So, Leute, und jetzt spackt wieder mein Ding hier rum. Aber ihr seht, es funktioniert, ja, es funktioniert tatsächlich. Und das ist halt unglaublich krank. Und jetzt passt mal auf, was wir gleich noch machen werden. Okay, Leute, ihr seht ja jetzt, wir sind ja hier bei Botbash. Oh mein Gott, und ich bin jetzt bei der letzten Stufe. Und so sieht's aus, wenn Botbash ja extremst abgeht. Und wir sehen hier halt auch, wie stark diese Werfer sind. Und gebt euch mal, wie viele rote Roboter wir schon haben. Wir haben jetzt 5. Digga, wie viele Roboter werden das denn? Guck mal, ich werde die ganze Zeit rausgehauen. Ich kann gefühlt nichts machen, Leute. Ich versuche jetzt mal ein bisschen. Ja, es ist fast unmöglich. Ich muss ja auch mit Maustastatur spielen. Ist jetzt nicht mein Main-Gebiet, aber warte mal. So, wir versuchen jetzt mal ein bisschen zu überleben, tatsächlich. So, zack. Aber, Digga, ich sag euch, die Roboter, die sind zu stark. Okay, wir werden jetzt hier gleich mal ein Hack einsetzen und gucken gleich mal, was wir hier alles machen können. Ob wir vielleicht auf die Tribüne oder so gehen können oder ob wir auf die Mitte gehen. Auf die Mitte. Auf die Mitte von diesem Hydranten gehen. Ich will aber jetzt noch einmal probieren zu überleben, Leute. So, mal gucken. Boah, Digga, das ist ja Digga, das ist anders schwer, Leute. Wir haben jetzt insgesamt 2, 4, 5, 6 rote Roboter. Also das ist unnormal schwer. Also wirklich, das ist ciao. So, ich würde aber sagen, wir setzen jetzt mal den Hack ein. Und wir machen jetzt mal den Hack an. Zack. Wir können Player Speed, aber ich würde mal sagen, Höhe. Also wie hoch man springt. Ich würde mal sagen, wir tun das Ganze auf 11 stellen. Jetzt gucken wir mal. Okay, das ist 11. Digga, das ist nicht 11. Digga, wie hoch ist denn 11? Gebt euch mal, Leute, wie hoch wir schon bei der Map sind. Also, und das ist 11. Machen wir mal weniger. Machen wir mal 7. Digga, WTF? Das ist so krank. Okay, wir hüpfen jetzt nochmal. So, zack. Okay, da hat auch das Spiel keine Probleme. Also, es buggt. Okay, können wir auch dashen in der Luft? Ja, die können wir, aber nur einmal. Also, da hat das Spiel auch keine Probleme, ne? Wenn wir jetzt einmal springen. So, zack. Okay, das ist also 7. 7 ist eigentlich perfekt und wir können sogar auch nach vorne dashen. Dann bekommen wir auch so einen kleinen Boost, würde ich sagen. Und jetzt stellen wir mal das Ganze auf... Ja, ich würde mal sagen 25. Komm, wir machen mal 25. Gucken wir mal, wie... Oh mein Gott. Bro, das ist zu hoch. Wie lange brauchen wir, bis wir runterkommen? Mal gucken. Kommen wir überhaupt noch unten an? Wie hoch sind wir jetzt gesprungen? 25 Meter? Weil hier steht 25... LOL! Okay, okay, wir kommen wieder runter. Mal schauen, wenn wir jetzt gleich dashen. Was LOL, wir können einfach in der Luft laufen, Leute. Guck mal, wir können einfach in der Luft laufen und kommen jetzt... Oh, wir gehen zum Pokal. Können wir zum Pokal gehen? Warte mal. Wir laufen mal Richtung Pokal, Leute. Mal gucken, ob wir es schaffen. Vielleicht schaffen wir es auf dem Pokal drauf. Komm, komm, komm. Ja, komm. Nein, fast auf dem Pokal. Okay, das ist wild. Das ist schon zu hoch. Ich habe jetzt mal die Höhe vom Springen weiter runtergesetzt, weil ich will mal versuchen, ob wir bei Botbash hier hoch auf den Pokal gehen können. So, wir sind jetzt gleich wieder unten. Wir warten mal. Die Steuerung ist halt echt blöd, Leute. Guck mal, ey, ihr habt keine Chance. So, warte. Und jetzt... No, nein! Warte. So, jetzt. So, ich würde mal sagen, wir erhöhen mal den Dash-Speed auf... 3, Leute. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir Dash-Speed erhöhen. LOL, was mit unserem Charakter gerade passiert? So, jetzt vielleicht. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Ja, und komm, komm, komm. Ja, wir sind gleich beim Boden. Jawohl, jawohl, und? Nein, wir gehen einfach durch. Laber nicht. Das wäre so geil gewesen, wenn man auf den Pokal drauf kann. Ich guck mal, ob wir auf dieses Blaue außen hingehen können. Das testen wir jetzt mal, Leute. Können wir hier bei dem Blauen hin und... Oha, wir fallen so schräg runter. So, mal gucken jetzt, ob wir von hier aus da hingehen können. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Ich will es schaffen. Nice. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ja, ja, ja. Und? Junge, ich will genau aufs Blaue. Okay, Leute. Ich probiere es so lange, bis wir es haben. Bis wir es wirklich erwischen. So, jetzt. Ja, ja. Und? Ganz schwierig, da drauf zu kommen. Es ist fast unmöglich. Und können wir auf die Tribünen drauf? Das testen wir auch mal. Und geht's auf die Tribünen? Ich finde das so schade, dass wir immer durchgehen. Wie lustig das aussieht, wenn wir nach oben katapultiert werden. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Was für eine Map, ob wir die erkundigen sollen. Schreibt es mal gerne rein. Und dann gucken wir mal. Aber ich will noch mal testen, ob wir auf die Röhre da hinten hinkommen. Wartet mal. Oh mein Gott, jetzt habe ich Player Speed erhöht. Oh, und wir...
Oh, was? Habt ihr den Stunt gesehen, Digga? Warte, jetzt vielleicht aufs Gelbe und... Auch nicht! Oh, vielleicht jetzt und... Keine Chance, es geht einfach nicht da. So, wir wollten ja noch testen, ob wir auf den Hydranten draufgehen können in die Mitte. Warte mal, das muss ich ein bisschen planen hier. Und haben wir es und... Ich glaube, man kann auf den Hydranten drauf. Ja, ich probiere es doch ein paar Mal. Guck mal, wie krass das von oben aussieht. Bot Dash, das ist so heftig, Leute. So, ein bisschen weiter nach vorne. Ja, ja, und... Wir waren drauf! Es funktioniert, es ist übel schwer, aber man könnte theoretisch drauf, Leute, mit bisschen Glück. Aber Leute, können wir aufs Bot Bash Schild drauf gehen? Warte mal, das wollte ich auch nochmal testen. Komm schon, und? Wir sind drauf! Alles ist unsichtbar, Mann! Leute, was wir auch noch testen wollen, kommen wir auf diese Kanister, ne? Auf diese Benzin- oder Schleimkanister, was das sind. Mal gucken, ob die gehen. Und? Da könnten wir, glaube ich, drauf. Komm schon, und? Ja, okay, da rutscht man auch direkt aus. So, Leute, ich habe jetzt die Höhe beim Springen ein bisschen runter gemacht. Ist, glaube ich, ein bisschen genauer für uns. Wartet mal, jetzt müssen wir es schaffen beim Feuerhydranten. Oh, komm, ja! Ah, komm schon, Feuerhydranten. Wir sind auf... Wir waren auf dem Feuerhydranten. Wir waren drauf. Wir sind drauf. Digga, wir können... Warte. Das ist ein geisteskranker Trick. Warte. Komm. Ja. Boah, wir waren wieder drauf. Das ist aber so schwer, drauf zu bleiben. Ja. Man muss dagegen laufen. Dann hat man's. Letzter Versuch, Leute. Komm. Und ja. Okay, also es geht, aber man muss irgendwie dagegen laufen. Die ganze Zeit. Oh mein Gott, wir haben's. Es geht, aber es ist schwierig. Das war's von dem Video. Schreibt in die Kommentare rein, welche Maps wir noch testen können. Wir können eigentlich alles machen. Geisteskrank, was ich hier durch Zufall gefunden habe. Bis dann und ciao, ciao.